Tja, guten Morgen, Freunde. Peter von der Liffener Camper hier. Ja, ich bin jetzt mal auf dem Weg nach Magdeburg. Ich muss nämlich noch mal nach IKEA. Und da will ich mir noch so ein paar Kleinigkeiten angucken. Will ein paar Kerzen kaufen und sowas schon mal für den Winter vorbereiten. Die Nacht hat ziemlich geschüttet hier. Ich habe ausgiebig gefrühstückt und verlasse jetzt erstmal Jericho und wird die Nacht mal höchstwahrscheinlich irgendwo frei stehen und schauen wir mal. Hier, wir sehen uns. Ja, liebe Leute, dann ging das ganz schnell durch Jericho, über Genthin, über Burg nach Magdeburg zum IKEA. Da war das so unfassbar voll, da habe ich mich selber gar nicht wohl gefühlt. Und ja, wie es auch immer so kam, ich bin dann nicht zu diesem Schiffshebelwerk gefahren, sondern nach Neuruppin. Sag, was mich da geritten hat, keine Ahnung, aber das hat sich gelohnt. Aber schaut selber. Ja, liebe Leute, angekommen. IKEA Magdeburg. So, jetzt erstmal Kerzen kaufen gehen, dann vielleicht noch eine Kleinigkeit essen. Wir schauen mal, ich nehme euch mit. Tja, liebe Leute, bin froh, dass ich da raus bin. Hab meine paar Kerzen eingekauft. Jetzt gucke ich mir hier in Magdeburg noch das Schiffshebewerk an. Da will ich auch noch mal ein paar Fotos machen. So, und ich nehme euch einfach mal mit. Hier, wir sehen uns. Ja, liebe Leute, das mit dem Schiffshebewerk, das wurde nichts. Ich habe mir dann nämlich ganz kurzfristig überlegt, auf dem Weg zum Schiffshebewerk, warum fahre ich nicht mal nach Neuruppin? Das hat den Grund wahrscheinlich gehabt, weil ich da abends vorher auf dieser App Park4Night was von gelesen habe. Also kurz entschlossen, einfach hingefahren. Sag, das Wetter wurde auch schlechter, das seht ihr. Ne? Und wir sehen uns. Ja, liebe Leute, kein Schiffshebewerk, sondern ein großer See mit einer tollen Stadt. Ich bin in Neuruppin gelandet. Warum auch immer, was mich da so ein bisschen getrieben hat, da hinzufahren, keine Ahnung. Aber hier war ich noch nicht, habe gehört, hier gibt es einen Wohnmobilstellplatz, also bin ich da einfach mal hingefahren. So, ja, und wunderschön, schaut euch mal den See an. Einfach herrlich. Ja, ich gehe jetzt erstmal eine schöne große Runde spazieren und dann sehen wir uns morgen auf alle Fälle nochmal oder heute Abend nochmal im Wohnmobil. Tschüss. Tja, liebe Leute, so sieht man aus, wenn man in den Regenschauer reinkommt. Aber schaut mal. Oh, Regenbogen, wie passend angekündigt, schaut mal. Seht ihr den? Da beginnt er. Einmal toller Regenbogen. Ist das hier herrlich. Boah, guckt euch das an. Ja, schön mit Enten auf dem See. Das ist, ich weiß gar nicht, welche See das sind. Ich sage einfach mal Neuruppiner See. So, mit Bootsanleger, Hausboote kann man hier mieten. Das ist ja wohl klasse. So, Wahnsinn. Ja, morgen früh will ich los. Auf alle Fälle nochmal mit Fotoapparat, ganz ausgiebig. Weil hier ist das so, hier geht die Sonne direkt über den See auf. Sprich, da hinten, schaut mal, Regenbogen, jetzt wird er stärker. Oh. Tja, liebe Leute, so sieht man aus, wenn man in den Regenschauer reinkommt. Aber schaut mal, oh, Regenbogen,
wie passend angekündigt, schaut mal. Einmal tolle Regenbogen. Ist das hier herrlich. Boah, guckt euch das an. Ja, schön mit Enten auf dem See. Das ist, weiß gar nicht, welcher See das sind. Ich sag einfach mal Neuruppiner See. Da mit Bootsanleger, Hausboote kann man hier mieten. Das ist ja wohl klasse. So. Wahnsinn. Ja, morgen früh will ich los. Auf alle Fälle nochmal mit Fotoapparat ganz ausgiebig. Weil hier ist das so, hier geht die Sonne direkt über den See auf. Sprich da hinten, schaut mal, Regenbogen, jetzt wird er stärker. Oh. So, ich lege euch mal kurz aus der Hand. Ja, nochmal mit dem Handy was gemacht. Ich will nämlich heute Abend mal für Instagram auf dem Handy was schneiden. Es gibt ja diese kostenlose App, CapCut heißt sie. Da will ich mich mal mit anfreuen. Die gibt es auch als auf dem PC und für einen Mac. Und auf alle Fälle will ich da heute mal einmal auf dem Handy was mitschneiden. So. Hat auch merklich abgekühlt, der Wind, der ist richtig, richtig kalt. Boah, ist das hier genial. Also ich bin ja richtig begeistert hier von der Stadt Neuruppin. Echt toll. Schaut euch mal die alte Fassade an hier. Das ist schon cool. So, ja. Ich renne jetzt nochmal zum... bin klitschnass. Renne jetzt nochmal zum Aldi rüber. Und dann ins warme Wohnmobil. Dann mache ich mir ein paar Kerzen an. Hab mir ein paar gekauft und dann wird's gemütlich. Tja, Freunde, Peter von der Liffener Camper hier. Diesmal kein Regen, immer noch in Neuruppin, aber mit einem Fotoapparat unterwegs. So, ne? Die Fotos, die ich mache, die werde ich euch am Ende des Films wieder reinstellen. So, und ja, ne, so werden wir das handhaben. Gestern hat es ja ein bisschen geregnet und von daher ist schon, tja, auch sowas wächst hier, Walnussbaum. So, tja, muss immer wieder die Kamera mal so ein bisschen umändern. Sprich, die hat sich mal wieder aufgehangen, aber so ist das halt. Ja, jetzt warte ich auf einen Anruf, bis meine Teile da sind vom Wohnmobil. Wenn sobald die da sind, fahre ich wieder zurück, damit er repariert werden kann und zum nächsten TÜV-Versuch. Und dann nehme ich euch natürlich mit hin, aber das wird noch ein paar Tage dauern. Ich habe noch bis Dezember habe ich noch TÜV. Eigentlich wollte ich ja noch ein bisschen weiter weg, aber naja, das geht halt geltlich nicht. Und naja, schauen wir mal. Und so tue ich mich so ein bisschen in Deutschland vielleicht rumtreiben. Aber wer weiß, vielleicht wird es ja noch. Hier, wir sehen uns. Ja, liebe Leute, jetzt bin ich schon eine ganze Zeit am Laufen. So, und habe auch, glaube ich, ein paar ganz gute Fotos gemacht. Jetzt suche ich mir gleich mal was zum Essen oder ich gehe ins Wohnmobil zurück und esse da mal. Aber schaut euch mal diese Gegend an, wie toll das hier ist. Ich bin bis jetzt nur am See lang gelaufen, noch nicht in der Stadt gewesen. Da will ich jetzt gleich hin. Aber ich bin hier so fasziniert im Moment gerade. Tja, wie geht's weiter? Ja, heute Abend fahre ich oder morgen früh Richtung Jericho. Dann will ich da ja noch meine
Gänse fotografieren und sowas alles und Kraniche gehen da alle nieder, die sammeln sich da. Und da will ich auf alle Fälle hin noch Fotos machen und sowas alles halt, ne? Tja, Neuruppin hat ja auch so eine Seesaune, ist ja eine der größten in Deutschland. Das hat schon was. So, aber früher war ich mal leidenschaftlicher Saunagänger. Aber im Moment fehlt mir einfach die Zeit und das Geld dafür. Naja, aber das wird sich irgendwann wieder ändern. Tja, einmal auf dem Wochenmarkt von Neuruppin. Echt toll hier. Sag, und vor allen Dingen spielt heute mal das Wetter mit. Muss ich mal so, damit ihr den schönen Blick seht. Ja, ich gehe jetzt gerade noch mal ein letztes Mal hier in Neuruppin am See spazieren. Und wenn ich gleich zum Wohnmobil komme, hoffe ich, dass ich rauskomme, weil ich so ein bisschen zugeparkt bin. So, dann geht es wieder Richtung Jericho. Und dann hoffe ich, dass ich morgen früh die Muße habe, wie heißt das, mal loszuwandern an der Elbe ran. So, weil ich muss ja auch so langsam den Mittwochsfilm vorbereiten. Und dann will ich heute Abend auch nochmal gucken, was der heutige Film gebracht hat. Wir haben ja jetzt gerade Sonntag. Wollen wir mal schauen, sag. Tja, guckt euch das an hier. Ist das nicht herrlich hier? Das ist einfach Wahnsinn. Ne? Interessant sind ja überall auf diesem See die Hausboote. Das wäre auch noch mal ganz interessant. So Wohnen auf dem Wasser. Was mir auffällt hier ist ganz klar, dass hier alles bis ans Ufer ran zugebaut wird. Das ist schon, ob das schön ist, das sei so dahingesagt. Keine Ahnung, ich finde das gerade so ein bisschen extrem. Naja, ja, könnt ihr mir sagen, was eure Meinung dazu ist. Es ist eine wunderschöne Stadt, Neuruppin, und kriegt ihr auch noch mit im Film oder habt ihr gesehen. Wirklich toll hergerichtet. Ich wusste gar nicht, dass das eine Universitätsstadt ist. Hat auch ein Uniklinikum. Ist echt toll. Ja, jetzt seht ihr hier, dass so der Wohnmobilstellplatz so ziemlich mit PKWs zugestellt worden ist. Und ich hatte doch arge Bedenken gehabt, dass ich da überhaupt rauskomme. Ich hatte noch so ein bisschen jemand eingewiesen, gerade hinten, weil ich ja keine Rückfahrkamera habe. Sprich, ich fahre mein 9 Meter Fahrzeug ohne Rückfahrkamera. Ging bis jetzt immer ganz gut. Ja, aber in dieser Situation musste ich dann jemand haben, der mal mit gucken tut. Ja, und auf alle Fälle bin ich dann eigentlich schweren Herzens. Ich hätte eigentlich noch eine Nacht bleiben können in Neuruppin. Eine wirklich ganz, ganz tolle Stadt. Da bin ich dann losgefahren, einen ganz tollen Sonnenuntergang entgegen und bin dann irgendwann im Dunkeln, das war schon stockfinster, wieder in Jericho angekommen. Nachteilig war, da der Wohnmobilstellplatz ist voll belegt, aber ich konnte dann wieder dahin fahren zu einer Bekannten, was heißt bei Bekannten, da konnte ich dann stehen halt, ne? Und das ist immer ganz gut. Ja, und das war auch so jetzt der kleine Film von Neuruppin. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, ne, und schaut euch mal meine anderen Filme an. Das würde mich freuen. Und vor allen Dingen schreibt doch mal Kommentare. Und jetzt kommen auch erstmal die Bilder, die ich von Neuruppin gemacht habe. Euer Peter.